Alter? Was ist Alter? Ich muss es jetzt googeln. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video, diesem wunderschönen Tag, Leute. Mit dabei ist heute ein ganz besonderer Gast und es handelt sich hier um einen aus der Rap-Szene. Hi, wie geht's dir? Hä? Du bist gar nicht Farid Bang. Ach so, du willst kurz Farid Bang? Ja, ganz kurz vielleicht, wenn du vielleicht kurz einen Moment, also Farid? Ich hol ihn kurz, ja? Ja. Farid? Kannst du kurz kommen? Ja, Moment. Hallo! Farid, was geht ab, Alter? Alles gut bei dir? Ich bin's, Farid. Ja, Farid, sau cool, dass du hier bist, Mann. Hast du Bock auf eine Runde Scribble.io? Du Bastard. Ja, korrekt. Peter, vielleicht kommst du doch wieder zurück. Ich glaube, er ist nicht heute. Ich f***e deine Mutter. Ja, okay, Farid, es reicht. Danke. Ich piss im Stehen, weil mein Schwanz sonst im Ja, es ist in Ordnung. Du, Peter, vielleicht kommst du schnell zurück. Farid scheint heute nicht ganz so gut drauf zu sein. Hallo? Ja, tut mir leid, er war glaube ich, ein bisschen mies drauf heute. Ist ja auch egal, Leute. Wir spielen heute gemeinsam eine Runde Scribble.io. Ich habe bis dato noch kein Scribble.io-Video auf meinem Kanal gebracht. Ich dachte mir nur, es wäre mal an der Zeit, damit zu beginnen, Leute. Ganz kurz mal hier, der Screenshot von der letzten Runde. Was soll ich sagen? Ja. Peter, da ging es wohl nicht so gut für dich aus. Ihr könnt euch die komplette Runde nochmal bei Peter anschauen. Revi. Was ist das? Ja, was ist das? Komm, das ist eine Halskette. Bam. Was? Bam, Junge! Bam, bam, bam! Geben, Peter, eine Spritze! Oh, fuck, ich sollte dir das verraten! Ich bin so dumm, Alter. Ich verrate es dir auch noch. Ja, so aber gut. Jetzt hätte es ne? Nee, klar, jetzt kann man es doch wohl erkennen, oder, Peter? Ja. Ready? Ja. Nichts. Okay, perfekt. Jetzt kommt's direkt. Hä? Was ist das? Mann! Ich bin so dumm, ich schreib. Ich schreib links rein. Abendblind bist du auch ein bisschen. Ich nehm das einfachste Wort, okay, Digga? Oh, nee, ja, nee, ich kann mich einfach jetzt einfach. Ich kann mich jetzt nach hinten lehnen. Digga, das ist pervers. Er kennt doch jeder Mensch. Ja, ich hab's schon. Aber ja, ist ja nicht erraten, schwer zu erkennen, Alter. Ja, ganz die Cora kommt nicht drauf. Ganz klar. Ich mach's hier ein bisschen einfacher, okay? Ihr kriegt trotzdem nicht hin. Sie hat's falsch geschrieben. Sie hat's einfach falsch geschrieben. Sie hätte es einfach nur abschreiben müssen. Mann, Cora, was ist mit dir? Peter, was hast du schon für mich vorbereitet, Digga? Was ist das? Aha. Das ist ein Oberkörper, so. Ja, verstehe ich. Was ist das? Schwanger? Darm? Hä? Was ist das, Mann? Ja, Peter, was ist das denn? Ja, was soll das denn sein, Alter? Was hat ein Baby denn zwischen den Beinen? Nabelschnur. Penis. Untenrum. Bauchnabel. Vor allem nachts, wenn sie schlafen. Dass sie nicht eine Windel, Digga, eine Windel, Amela. Bist du behindert, ey. Junge, ganz ehrlich, Peter, so sieht keine Windel aus. Das ist ein Unverschämtheit, was du hier wieder hinlegst, Alter. Revis Mama hier. Peter, hör auf, nach meiner Mutter zu geiern, Alter. Lass es sein. Er macht nichts, oder? Ist der da? Ja, dann kicken wir den. Jetzt Cora. Ah, guck mal, korrekt. Hitler ist gerade reingekommen in den Raum. Guck mal, Hitler? Digga. Hitler? Was geht ab? Hey, das kannst du nicht reinschneiden. War jetzt irgendwie geblurrt bei Peter. Ich weiß auch nicht, was da los war, Leute. Ist ja auf jeden Fall ein Mensch, ne? Hitler, was schreibst du da, Junge? Hör auf! Hey, was ist das denn? Ja! 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 Springseil, Seil hüpfen! Junge, ist das easy! Seil springen! Es war Seitsprint. 600 Punkte Vorsprung auf den Vordersten. Was geht ab, Alter? Das macht dich gerade fertig, Mann. 600? Okay. Ich glaube, du kannst gut rechnen, oder? Ja, Digga. Ich habe 600 Punkte auf den Zweiten. War schon richtig. Ich dachte, Ritter, du meinst Junge. Mich. Ach, Digga, mit dir rede ich doch gar nicht. Was soll das sein? Was soll das sein? Schon was ist das, jetzt? Digga, Mann? Was ist denn das? Ich hasse deine Community. Es war auch nicht Spaß. Junge, was ist denn das, Mann? Was soll denn das sein? Hallo? Peter, kannst du da irgendwas erkennen? Nein, was macht der? Vote-Kick, Peter, raus. Junge, Passwort? Hä? Digga, Illuminaten, Digga. Noch ein Fisch. Was ist das? Fischknochen, schreibt einer. Ja, ich... Ich hab's wieder gefasst, natürlich, Digga. Fischknochen, Peter, Alter, ist das dein Ernst? Was soll es denn sein? Fischknochen, wie heißen die Knochen von einem Fisch, Junge? Ein Skelett? Skelett doch nicht, du Affe, Alter! Wie heißt es bei einem Fisch? Gräten, Junge, Gräten! Peter, sprichst du doch. Wie schreibt man das? Fisch? Gräten, noch nie gehört. G-R-A-E-T-H-E-N. Ja. Mit A! Alter, was für ein Fisch? Fischgräten, ich hab noch nie das Wort Gräten gehört. Gräten, was ist das für ein Wort? Gräten. Das kennt man halt. Wenn man die deutsche Sprache spricht, Junge. Was ist denn das, Alter? Hä? Felge? Nee, Reifen? Zeit? Mann, ich weiß es. Zeiger? Nee, passt ja auch nicht. Zeig? Aber es sieht doch aus wie ein Keks, Digga. Was ist denn das?
Das ist ein Nip. Nip ist das. Man sieht das. Nip. Das ist ganz Nip. Klar Nip. Ganz klar. Nip? Ja. Ja. Und. Ja. Ey, sag schnell, was es ist. Komm, ich bin eh weit weg. Das ist eine Kiwi, Junge. Eine Kiwi, Alter. Ist doch keine Kiwi, Alter. Ja, ach, natürlich ist es keine Kiwi. Das ist eine Unverschämtheit, was der da malt. Das ist keine Kiwi. Junge. Das ist eine Unverschämtheit, Mann. Junge, guck mal hier, Digga. Meine Punkte, Alter. Wie ich hier rasiere, Mann. Du bist genauso behindert wie deine Zuschauer, dass du auf sowas. Hallo, Peter. Ja? Alter, es war doch nur ein Spaß. Ich mag euch doch. So, sag mir jetzt direkt, was du zeichnest. Komm, sag's mir einfach. Das kannst du doch so erraten, Peter. Ja, aber vielleicht ist jetzt gleich jemand schneller. Ich muss doch... Komm, Peter, das kannst du doch erraten, Digga. Ja, hab ich! Sehr gut, Peter. Mann, aber jemand war schneller, dieser XP. Ist ja nicht schlimm. Der hat null Punkte. Sehr schön, Alter. Man kann das ja wohl so gut erkennen, Digga. Das ist ja wohl das Geilste überhaupt, was ich hier bis jetzt gemalt habe, Alter. Guck mal. Junge, wie kann man das denn nicht erraten, Mann? Was ist denn mit meinen Zuschauern, Digga? Das sieht man doch sowas von. Nee, voll schlecht. Bekommst du 445 und nicht weniger? Weil ich schön gemalt habe, Peter. Ganz einfach. Leute. Ey, Digga, ich hab immer Wörter. Ich kann es nicht zeichnen. Es macht keinen Sinn einfach, oder? Es macht einfach keinen Sinn. Keine Ahnung. Das ist ein Auto auf jeden Fall. Ein Bus. So. Nee. Das ist ein Bus. Ja, was für ein Bus? Den hier. Ja, guck mal, wie viele Wörter das Wort hat. Wie viele Buchstaben meine ich? Ah, nur der Fahrer, natürlich, klar. Peter, ganz ehrlich, das sieht so unglaublich nach Albtraum aus, Digga. Wenn ein Bus so aussehen würde, ich würde niemals in einen Bus einsteigen, Alter. Ganz ehrlich, warum? Mann. Das sieht doch ganz gut aus. Junge, hier sind die Sitzplätze. Würdest du bei so einem Busfahrer einsteigen? Guck dir mal ganz nah das Gesicht von diesem Typen an. Würdest du da einsteigen? Würdest du da einsteigen, Peter? Das ist eine Frau. Hallo. Oh mein Gott, das sieht aus wie Wolfgang Petri, Digga. Ja, Digga. Wieso bekommst du ständig mehr Punkte als ich? Weil der Vorsprung. Ob ich zeichne oder ob ich das Wort errate, du bist immer über mir. Das ist so unfair. Das Spiel hat einfach was gegen Ausländer. Ich liebe mein Leben. Ja, Digga, jetzt hör mal auf. Du kannst es nicht safe callen, Peter. Ganz ehrlich, du bist einfach schlecht in dem Game. Es ist aber so. Es ist ja okay. Man kann ja nicht ja, in allem gut sein. Ja, das ist ein Penis. So. Clickbait. Richtung Clickbait, kommt sogar hin, Digga. Ja, Votekick, Peter, komm. Macht keinen Sinn. Votekick. Und noch einen Daumen unten. Daumen runtergeben. Votekick, ja. Votekick. Raus. Kuchenschaufel. Ah. Oh. Tortenheber. Tut mir leid, Alter. Es tut mir leid. Auf Wiedersehen. So, nächster. Hund ist es nicht. Mann, was ist das? Ja, Mann. Bam! Nein! Da! Geben, Junge. Was ist das, Herr? Ja, Junge. Was ist dieses rosige? Das ist ein Euter, Peter. Ganz klarer, fetter, dicker, geiler Euter. Wie lange brauchst du, um das Wort Euter zu schreiben, Peter? Schreib es doch einfach. Euter. Es ist kein Euter. Es ist ein Euter. Sag ich doch. Was ist ein Euter? Was ist Euter? Ich muss es jetzt googeln. Was? Du weißt nicht, was ein Euter ist? Ist das dein Ernst? Ja, Euter ist für mich. Ist das dein Ernst? Euter ist für mich da, wo die Milch rauskommt. Ja, genau, das ist das. Ach so, ja gut, dann hatte ich dachte, das ist ein ganzes Tier, Euter. Aber war schon, ja. Ja, Sonne ist es halt, ne, aber. Bam, Junge, gegeben mal wieder. Was? Es ist einfach nur ein Durchmarsch hier für mich, Peter. Was ist das? Sag. Ein Emoji. Es ist eine Glattrasur sondergleichen. Wie schreibt man Emoji? E-M-O... Ja? J-I. Emoji. Autist. Er schreibt Autist dazu. Ah, halt, dass du so schnell auf Emoji kommst, das gibt's nicht. Also, ja, das erkennt man doch. Irgendwie cheatest du. Was erkennt man da? Was mal. Welcher Emoji hat ein Kinn, Alter? Was geht? 4000 Punkte. Aber Peter, ich glaube, ich stelle gerade einen Rekord auf, Mann, ne? Ah, das ist lächerlich, Alter, komm. Ich kann mich jetzt so zurücklehnen, Digga. Ich kann mich jetzt so zurücklehnen, Peter. Das ist einfach mein Leben, Alter. Meine Runde. Immer gewinnen, nie verlieren. Ich weiß, dass es dein Leben ist. Man merkt's, dass es dein Leben ist, Revi. Malen ist mein Leben, Bruder. Malen ist mein Leben. Malen. Was soll das sein, verdammt? Wie heißt denn das, Peter? Was ist das? Ja, das ist der Parkplatz, oder? Wie wird es geschrieben? Steg? Ach so, ganz klar. Ein Hafen, Digga, natürlich. Dumm. Dumm, wenn ich drauf kommt. Ah, Peter, hast du nochmal schön 60 Punkte mitgeholt, ne? Mann, wann ist denn der Scheiß hier zu Ende jetzt? Peter, hör doch mal auf, komm, wir spielen jetzt bis zum Ende. 2300 Punkte, Alter, ey. Ah, mega lustig. Was ist das jetzt? Hä? 1 und 2. Was ist das? Was soll das sein? Spitzohrmaus? Spitzmaus! Oh, Digga! Spitzmaus! Natürlich, ja, okay. Das war natürlich jetzt ein bisschen. Das war natürlich. Oh, jetzt darfst du zeichnen. Komm, ich lass es schon wieder. Komm, so, Peter, jetzt. Wieder hinten. So, auf, zeichne. Sag mir doch einfach direkt, was es ist. Boah, du hast so leichtes Zeichnen hier. Das war, Digga, bei mir. Ja, ja. Guck mal, du hast immer mehr Punkte als ich. Ja. Komm, Peter, bring's zu Ende jetzt. Digga, wieder drei Wörter, die ich nicht kenne. Das liegt aber einfach an deinem Wortschatz, du Minderbemittelter. Das?
ist die Mama. Mhm. Peter, was machst du da für eine Geschichte, Alter? Kinder, ja? Sie hat Kinder, ganz klar. Ja, du schreibst Zwilling hin. Ja, Drillinge. Der Win ist mir, Leute, also von daher. Wenn ihr auf jeden Fall mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da, Leute. Scribble.io macht mir eine Menge Spaß. Wie gesagt, wenn ihr davon mehr sehen wollt, von meinen fetten Malskills und auch gerne wieder mit Peter, dann smash auf jeden Fall mal ein Like nach oben, Leute. Das war's von dieser wunderschönen Runde von Scribble.io. Der Win sollte auf jeden Fall jetzt jeden Moment für mich eintrudeln, Leute. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser wunderschönen Folge angekommen. Es hat eine Menge Spaß gemacht, Leute. Peter, war eine geile Zeit, oder? Ja, war auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Perfekt, Leute. Schaut auf jeden Fall bei Peter vorbei. Gönnt euch da die Folge. Das war's. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.